Ahoi, Argonauten. Willkommen zurück zu Chimera Squad XCOM. Wir von Burger Palace wollen, dass unser Essen allen schmeckt. Deshalb haben wir es einfach gehalten. Es beginnt mit unseren Patties, die im artenübergreifenden Verbrauchsindex mit 7 bewertet wurden. Das ist uns jedoch nicht gut genug für unsere Kunden. Deshalb injizieren wir jedem Patty eine Aromaknolle ihrer Wahl. Wenn sie voll entwickelt ist, können sie erleben, wie sich eine 7 in eine 10 verwandelt. Burger Palace. Neuer Name, neuer Prozess, der gleiche tolle Geschmack. So, eine ausstehende Beförderung von Verge steht an. Eine Fähigkeit freigeschaltet. Gedankenschlag. Verge schlägt mit seinem Geist zu und fügt allen Feinden im Neuralnetzwerk Mentalschaden zu. Schaden durch den Gedankenschlag macht Feinde bewusstlos, anstatt sie zu töten. Und dadurch sammeln wir Informationen. Eine der drei Ressourcen in XCOM Chimera Squad. Okay, gut. So, okay, wir können jetzt die Ausbildung von Chirp läuft noch. Spezialeinsatz von Sephir läuft auch noch. Und wir schauen mal jetzt, was wir für Einheiten in der Kerntruppe haben, denn wir müssen einen Hauptstory-Einsatz fahren auf der Karte. Wir haben übrigens den ersten Anarchiepunkt bekommen in City 31. Den ersten von 19, also es hält sich noch in Grenzen. Könnte schlimmer laufen. So, dann würde ich sagen, auf die Stadtkarte und zum nächsten Einsatz. Und wie gesagt, in diesem Distrikt hier, Remove Renova Heights, ist die Anarchie ausgebrochen. Deswegen haben wir jetzt einen Punkt bekommen. Also wenn die Leiste voll ist, gibt es hier oben einen Punkt. Und also jede Runde, jeden Tag. Das heißt, wir müssen hier die Unruhen senken, sonst kriegen wir jede Runde einen neuen Anarchiepunkt. Und bei 20 bzw. 19 ist das Spiel verloren. Man kann auch die Gesamtanarchie senken. Dazu braucht man aber ein Feldteam in jedem der Distrikte. Es gibt ja 9 Distrikte hier. Und wir haben noch nicht in allen Distrikten ein Feldteam. Da fehlen noch 1, 2, 3. 3 fehlen noch, nicht mehr viel. Dann können wir aber auch hier oben Anarchiepunkte senken durch die Feldteam-Fähigkeiten. Okay. Ich würde sagen, es geht los. Und zwar, dass wir die Eingreifaktion hier unterstützen, die Eingreifaktion unterstützen in Renova Heights. Das ist wichtig jetzt. Denn dadurch wird ja auch die Unruhe wieder gesenkt um 2 Einheiten. Also das hilft uns auf jeden Fall dann weiter. Genau, also los geht's zum Haupteinsatz. MTW schicken. Oh, Schwierigkeit sehr schwer. Das hatte ich noch nie. Oh, okay. Ich glaube, ich schaue nochmal eben in die Waffenkammer. Ah, jetzt hätte ich natürlich gern Axiom dabei. Also wir haben Godmother. Wir haben Terminal, die Heilerin. Wir haben Verge mit dem Neuralnetzwerk, der Gedankenkontrolle und... Ach Moment, wir können Axiom einsetzen. Ha, genau. 1, 2, 3, 4. Was habe ich denn gerade hier gesehen auf der... Ach, er ist doch dabei, alles klar. Ich dachte, ich hätte mich gerade verguckt. Okay, dann. Dann würde ich sagen, auf geht's. Beziehungsweise, ich wollte noch einmal kurz in die Waffenkammer gucken, was für Ausrüstung dabei ist. Hat er eine Verwundung? Warum sitzt er abseits? Frage ich mich gerade hier. Nein. Eigentlich nicht. Okay. Hat mich gerade nur gewundert.
Okay, ein sehr schwerer Einsatz. Das ist nicht lustig. Aber wir müssen da durch. Die Ausrüstung noch mal checken. Ja. Bessere Sachen haben wir nicht. Also, los geht's. Ich bin ja mal gespannt. Es hat funktioniert. Wir haben die heilige Spirale auf frischer Tat ertappt. Sie wollen die Androidenkampfkerne stehlen. Na gut, drei Einstiegsmöglichkeiten. Keypad-Tür. Da gibt es mehr Schaden, das ist schon mal gut. Die Seitenfenster bringen mehr Verteidigung bzw. mehr Ausweichen für eine Runde. Und die erste Einheit, die durch den Zugang geht, verursacht plus drei mehr Schaden, okay. Das wäre ein Fall für Exium, finde ich. Ja, würde ich sagen. Dann das Seitenfenster kommt auf jeden Fall Verge. Und das andere Seitenfenster bekommt Terminal. Und hier kommt noch Godmother mit der Schrotflinte mit durch die Tür. Ja, drei Einsätze. Also eine Mission, drei Einsätze. Es wird hart, das steht fest. Der schwerste Einsatz bislang. Los geht's. Mir nach! Oh, ein Geschütz. Okay. Axiom. Ja, da würde ich sagen, mehr Schaden. Drück die Daumen. Feuer. Haha, danke. Noch ein Geschütz. Auch nicht schlecht. Wenn wir Glück haben, können wir auch das aus dem Spiel nehmen. Wenn alles klappt. Alpha-Schlag bringt was? Godmother feuert beim Vorstoß die Waffe Schrotflinte ab und ist auf der Zeitachse an der Reihe, früher an der Reihe. Godmother erhält außerdem eine Bonusaktion in der ersten Runde. Okay. Aber wir haben ja drei Einsätze, das sollten wir vielleicht noch aufsparen. Ich denke, es wird noch schwerer zum Schluss. Denke ich mal ganz stark. Okay, Glück, Daumen drücken. Ja, danke. Hat mal wieder geklappt, dank euch. Und? Verge? Das schafft er nicht. Das sieht nicht so gut aus. Wir könnten ihn anheben. Wir könnten ihn mit Levitieren aus der Deckung heben. Weil er ist nämlich in der vollen Deckung. Das ist ein bisschen kritisch. Würde ich sagen, wir heben ihn an. Fliegvögelchen. Ah, noch jemand. Ich dachte, es wäre nur noch einer. Ah. Das sieht aber auch sehr gut aus hier mit der Crit-Chance. Das sollten wir nutzen. Daneben. Okay, die haben auch nicht gut geschickt. Die haben auch nicht gut getroffen. Sehr gut. So, und jetzt. Okay. Sichere den Versandbereich. Verhindere, dass die heilige Spirale sich mit den Androiden-Teilen davon macht.
Also wir sind hier quasi bei UPS im Lager. Was man halt so macht. Okay, achso, man kann ja gar nicht mit der Maus rotieren. Mit einem Q und E nämlich. Oh Gott. Ah, so viele Feinde, das ist ja hammerhart. Das ist hammerhart. Jetzt müssen wir echt ganz gewieft sein. Ah, okay, da ist der ein Android in der Nähe. Erstmal die Lage sondieren. Da ist ein Feind, da ist ein Feind. Da hinten sind Feinde, okay. Also das, der Bereich hier vorne ist relativ frei. Kann man auf den Wagen drauf? Ja, anscheinend schon, oder? Nee, dahinter. Sieht nur so aus. Oder? Kann man kaum erkennen, ja? Freue ich mich gerade hier. Man kann auf den Wagen, klar. Sieht zumindest so aus. Also ich würde sagen, Teamarbeit, das geht nur einmal pro Mission. Muss man sparsam sein. Ich würde sagen, wir putschen uns mal auf, das heißt, wir steigern die Wut und haben dann die Chance, Gegner, auch mehrere Gegner umzuklatschen. Das ist eigentlich sehr effektiv, wenn die Wut steigt dann. Aber erstmal gucken, wie ich meine Deckung ist. Einigermaßen gegeben hier. Halb. Also den Androiden, der vor allen Dingen, der explodiert hier gleich, wenn er Schaden nimmt. Das ist echt mies. Okay. Aufputschen. Angeheizt! Wir haben jetzt hier einen Wutpunkt. Ich weiß nicht, ob das hier ein Hulk sein soll. Sieht auf jeden Fall grün aus. Umklatschen. Dann sind wir bei einer Schusslinie hier. Aber was bleibt uns über? Wir können schießen. Ja, ich glaube, ich sinnvoller. Weil wir dann nicht aus der Deckung raus müssen. Ist vielleicht sinnvoller. Normale Lebenspunkte, ein Rüstungspunkt. Könnte klappen, muss aber nicht klappen. Wieso hat der volle Deckung? Der steht doch im Freien. Habe ich hier den richtigen angewählt? Ja. Volle Deckung? Okay. Wir versuchen's. Okay. Ich weiß nicht, ob die Anzeige stimmte. Ein Zivilist rennt weg und ja, wir haben Schaden genommen. Jetzt krachen Schädel! Ah, wir werden uns gut. Ah, gut. Das ist gut. Das war gar nicht mal übel. Also Axiom könnte mit seiner Wut hier ganz schön aufräumen. Könnte. Ich glaube, ich mache mal ein Save. Außerdem gibt es ab und zu mal Freezes. Aber das passiert eigentlich nur, wenn die Verstärkung kommt. Aber, wie gesagt, das wird eine sehr schwere Mission. So. Gott, Mother ist dran. Mit der Schrotflinte, die muss auch ein bisschen näher ran. Okay, wohin? Da steht jemand. Ah, ein Wächter. Hier hat sie volle Deckung. Ja, sie muss ran. Sie muss. Auch wenn es riskant ist. Von da kommt Verstärkung, aber was ist hier los? Nee. Also wir machen sicher den Versandbereich. Also das ganze Gebäude hier. Ich riskiere es. Ich muss riskieren. In Bewegung. Vielleicht kann ich auch schießen um die Ecke.
Ja. Ich kann natürlich. Und ich brauche wieder Glück. Und das Ziel ist flankiert. Wahrscheinlich wegen Exium. Feuer. Ha, Glück. Das war gut. Was war das? Ein Schild. Das ist ein Zivilist. Nee, wer ist das hier? Terminal war das, glaube ich. Ach, Terminal, genau. So. Verge, Gedankenkontrolle. Kampfwahnsinn ist vielleicht noch besser. Kann nach hinten losgehen. Ist ein bisschen riskanter. Ist auch schon mal nach hinten losgegangen, dass wir beschossen wurden. Aber wir stehen ja... Ach nee, Exium steht da. Ich mach mal Stumpfsinn. Stumpfsinn ist wohl doch sinnvoller wegen Exium. Kann ich noch vorher was machen? Nö. Nee. Deine Gedanken gehören... Betäubt. Und eine Aktion. Blöd. Man kann doch nicht auf den Truck. Leider. Ich glaube, ich muss hier stehen bleiben vorerst. Aber ich kann ja noch schießen. Oder Gedankenschlag. Ach ja, das Neue. Wert schlägt mit seinem Geist zu und fügt allen Feinden im Neuralnetzwerk, bisher ja nur einer, Mentalschaden. Ja, das werde ich mal ausprobieren, auch wenn ich nur einen habe am Wickel gerade. Aber das macht Sinn. Auf wen? Achso, man braucht keinen Feind auswählen, weil die sind ja alle im Neuralnetzwerk. Durch die Verbindung. Euer Wille schwindet. Bewusstlos. Ah, daneben Glück. Für Exium. Naja. Wir gehen, wohin wir müssen. Oh, er kommt. Gefährlich. Terminal. Wohin mit dir? Da ist ein Purifikator und Flammenwerfer. Der ist gefährlich, das steht fest. Nicht für Terminal. Eine Waffenstörgranate werfen. Ha, will ich mir nicht aufsparen. Festnageln. Ich könnte einen Feind nach hinten ziehen. Den Wächter. Oder schützen. Exium, ja, der hat ein bisschen gelitten. Macht Sinn. Brauchst du Hilfe? Danke, schätze ich. Schätze ich. Und schießen kann ich ja immer noch oder festnageln. Abklingen, Zeit 2 Runden. Warum nicht? Warum nicht? Hä? Auf wen denn jetzt? Das bringt ja gar nichts in dem Fall. Komisch. Nee, dann müssen wir schießen. Irgendwie bringt das gerade nichts. Waffenstörgranate will ich mir aufsparen, auf jeden Fall. Okay, das ist jetzt kein besonders toller Schuss, aber wir probieren's. Ja, okay.
Axiom, zuschlagen. Also da ist noch ein Androide, der explodiert. Und ich muss ja am besten den Purifikator hier aus dem Spiel nehmen. Der Wächter steht da hinten. Der Androide steht dort. Und der Puri steht hier. Da würde ich sagen, Wut steigern. Aufgedreht! Und umklatschen. Am besten noch in Deckung gehen. Ist da Deckung? Ja, mehr als da vorne. Hallo, Nachbar! Okay, desorientiert immerhin. Hätte schlimmer kommen können. So, wär's dran. Godmother. Am besten exekutieren jetzt. Mit, beziehungsweise überwältigen. Ja, muss ich tun. Ja, leider keine Deckung so richtig. Ziel in Haft genommen. Mal gut. Aber jetzt wird's kritisch. Der haut ab. Okay. Ich speichere nochmal. Und Verge. Also, sichere den Versandbereich. Verhindere, dass sie sich davon machen. Okay. Also hier die Tür sperren. Du ganz verstehst nicht. Ja, irgendwie müssen wir das hier wohl blockieren. Du ganz verstehst nicht. Okay. Verge. Was tust du? Feuerschutz? Bringt da nichts, nee. Nicht wirklich. Ja, wenig Deckung hier. Kommt da Verstärkung rein? Das, nee, im Moment noch nicht. Vielleicht später. Bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob hier nicht Verstärkung reinkommt. Das wäre natürlich fatal dann, wenn ich da schon rumstehen würde. Da würde ich sagen, ja, lass ich es mal lieber. So. Oh, jetzt kriegen wir Ärger. Autsch. Ah, nochmal gut gegangen. Selbstmordkommando. Sie nähern sich der Werkhalle. Okay. Versuchen Sie, nichts kaputt zu machen. Das ist nicht meine Priorität. Versuchen Sie, nichts kaputt zu machen. Okay, es ist nur eine Tür vorhanden. Ja, wir müssen da durch. Axiom. Godmother. Terminal und Verge. Bleibt hinter mir! Ja, der ist dabei. Gott, so viele Feinde. Ich werde wahnsinnig. Aber wir haben jetzt eine sehr gute Chance hier. Besser geht's kaum. Da muss ich feuern. Was? Boah. Okay, ah gut, er hat ein Schild. Okay. Viel abgefangen. Alpha-Schlag kann ich nur einmal einsetzen. Also zwei Einsätze kommen noch. Ich versuch's noch aufzusparen.
Ah, gut, wir haben gute Chancen, hier zu treffen. Ja, ich mach mal den Puri hier. Ah, gut. Die Androiden ist, glaube ich, so, dass man, wenn man die anschießt, dann sind die ihr Selbstmordprogramm. Ja, gute Chancen hier. Ah, Geschütz. Also für Feinde. Wahnsinn. Da oben ist auch noch einer. Oh Gott. Ah, der hat nicht so viele Lebenspunkte. Könnte man sogar aus dem Spiel nehmen, theoretisch. Okay, das wird schwierig. Ja, das war ja schon angekündigt. Boah, so viele Feinde. Ah. Ich werde wahnsinnig. Keine Munition! Oh, nachladen. Wichtig. Waffe voll! Okay. Da ist ein Feind, den muss ich ausnocken. Wut steigern. Bereit für die Action! Ah, da ist noch einer. Ah, kritisch. Sehr kritisch. Wirklich. Das ist ein bisschen... Ah, ja. Okay, wie ist die Schusschance? Ja, ich schieße erstmal. Ist mir zu gefährlich momentan noch. Oh. Der hat gesessen. Godmother. Feuerschutz. Der steht da ohne Deckung. Ja, ich muss es tun. Okay. Gut. Er springt sich nicht mehr in die Luft, wenn er stirbt. Also, zerscheppert vielmehr. Die haben wohl Angst bekommen von mir. Terminal. Erstmal gucken, ob wir jemanden heilen können. Geschütz. Oder ist das überhaupt nötig? Ja, Godmother. Godmother könnte ein bisschen Heilung vertragen. Sicher ist sicher. Das wird schon wieder. Das habe ich gebraucht. Wächter, ne, ist noch ganz schön tough. Der Puri, den können wir aus dem Spiel nehmen. Ja, sollten wir aus dem Spiel nehmen. Ja, hat geklappt, sehr gut. Jetzt gibt es Ärger von da oben. Oder auch nicht. So, Verge. Kampfwahnsinn? Ja, ich glaube, Kampfwahnsinn wäre nicht schlecht. Ja, gefällt mir. Lass deinen Frust raus. Ganz im Ernst, das verstört mich immer wieder. Die Kommentare sind gut. Du entkommst mir nicht! Ja, sehr gut. Und wir können auch den Stumpfsinn machen.
auf den Wächter. Betäubt. Axiom, ja, du musst jetzt mal vorsprechen. Richtig aufräumen. Achso, das Geschütz ist im Feuerschutzmodus. Das rote hier. Okay. Versuchen wir es mal von rechts. Hier. Ja. Vielleicht sogar erstmal hier hin. Aufputschen. Er ist schon aufgeputscht. Okay, hier hin. Aus dem Weg! Wut 3 hat er schon. Aber wir können jetzt im nächsten Zug umklatschen. Jetzt sollten wir schießen. Geschütz. Ja, höchste Chance natürlich. Ja, schießen wir mal eine Runde. Okay, es reicht noch nicht ganz. Merze eine verlorene Seele aus. Was war das? Oh, ich habe gerade woanders hingeguckt. Ja, manchmal ist die Kamera nicht so toll. Gerade so bei den rattengesuchten Szenen. Da hat jemand was verloren hier gerade? Nö. Ja, Virtus ist, glaube ich, ein bisschen angeknackst. Vielleicht doch ein bisschen. Godmother, okay. Nach vorne irgendwie. Ach, eine Nebelgranate war das. Okay. Godmother. Wohin mit dir? Sprinten, dann kann sie nicht schießen. Wohin mit dir, Godmother? Vielleicht ein bisschen näher ran hier. Ändere meine Position. Bleib in Deckung. Ja, bleib in Deckung. Zu dieser Position. Hier und ab. Sammle Beweise ein. Hier ist die Beweiskiste, da müssen wir hin. Also wir müssen schon vorpreschen. So langsam. Terminal. Heilen. Ja. Dann flicken wir dich mal wieder zusammen. Danke. Genau. Danke. Feuerschutz. Oder schießen. Ja, der ist C, der Wächter. Immerhin. Feuerschutz. Feuerschutz. Ja, da ist also heiße Zone. Verge, genau. Auf jeden Fall schon mal hier so ein Gedankenschlag. Auch wenn nur einer gerade drin ist. Unterwerft euch meinem Geist. Ja, bewusstlos, gut. Und wir müssen nach vorne aufräumen. Okay, wie wär's hierhin?
zur Kiste. Ja, da ist Todeszone. Wir müssen zur Kiste, weil sonst kommen wir nicht dran hier an die Sachen. Oder? Ja, Axiom hält das aus. Oder ist ja auch Feuerzone? Nee, ich glaube nicht. Oh, Schock. Genau, wir können die Kiste öffnen. Schmugglerware. Kaum noch Munition. Dann würde ich sagen, nachladen. Wäre eine Option. Lade nach. So. Okay. Viel Glück. Ah. Schade. Ein bisschen vor wäre nicht schlecht. Wir müssen angreifen. Oh, Axiom. Aber gut, das hält er aus. Wenn einer es aushält, dann Axiom. Okay, er kann nur schießen. Wir können das Geschütz rausnehmen aus dem Spiel. Und ja, haben's rausgenommen. So, Axiom. Ja, Angriff. Schießen bringt. Sollte reichen. Ja. Hat. So, nächste Phase. Sie sind auf der Flucht. Lassen Sie sie nicht mit den Androiden-Teilen entkommen. Wieso nicht? Sollen die Androiden doch zur Abwechslung jemand anderen nerven? Die Dialoge sind witzig. Die Dialoge sind recht witzig. So, läuft eigentlich ganz gut bislang. Jetzt können wir alle Register ziehen. Auf jeden Fall. Bringt mehr. Bringt weniger. Man trifft weniger aggressive Feinde an hier. Ach so. Das ist dann also nichts für. Terminal, okay. Ich meine, nichts für Axiom. Oh, die letzte Einheit hat eine Waffendeaktivierung. Oh. Ja, okay, wenn, dann kann das Verge verkraften. Beziehungsweise macht Sinn dann. Okay, Sesam, öffne dich! Soll ich die Tür knacken? Ja. Überrascht. Na, den können wir doch wegputzen. Oh, nicht weggeputzt. So, was haben wir für Optionen? Ja, Feuer. Feuer frei. Schlecht. Alpha-Schlag, so. Alpha-Schlag bringt. Ist in der Zeitachse früher dran. Außerdem hält sie eine Bonusaktion in der ersten Runde. Auf jeden Fall jetzt.
Levitieren. Ach, ich feuer. Levitieren. Oh, jetzt kriegen wir was auf die Mütze. Ah, geht noch. Deswegen sind wir hier. Okay. Speichern wir. Ja, schade, dass das mit den Freezes passiert zwischendurch. Immer wenn Verstärkung ansteht, kann das einfrieren, das Spiel. Leider. Deswegen speichere ich so oft. Wer ist dran? Terminal. Unübersichtlich. Ah, da ist noch ein Wächter. Vorsicht. Deckung. Festnageln, die man nach hinten schiebt in der Liste. Macht immer Sinn. Ja, vor allem den hier, den Knilch. Überwältigen? Geht das? Müsste eigentlich klappen. Ja, müsste eigentlich klappen. Liegen bleiben! Ha! Ja, nicht ungefährlich hier. Gar nicht. So, Axiom. Wut 4. Das ist gut. Ach, das ist ein Androide, so ein fetter. Ah. Der ist heavy. Ein Fall für Axiom. ja, direkt angreifen. Ha. Teamarbeit. Einmal pro Mission. Muss ich gleich auch anwenden, spätestens wenn Terminal dran ist. Der Godmother. Also aufputschen. Und zuschlagen. Kurz vorm Ausrasten! Ja, aber bitte trifft die richtigen. Oh, das wird ein Hammerangriff. Aber sowas von. Ich stürme heran! Sehr, sehr gut. Ah. Schild entfernt? Okay. Das war voll die. Oh. Okay, jetzt aber hier. Teamarbeit. Axiom nach vorne ziehen. Oh Gott. Voller Amoklauf. Hilfe! Hilfe! Ja, kann klappen. Also Schaden machen ordentlich. Weil er nah steht. Aber ist der leider ein Schild? Was ist denn für einer? Axiom, boah, Axiom hat keine noch alle Lebenspunkte wegen der Wutattacke. Wahnsinn. Okay, der kann jetzt nochmal zu lang hier. Wut. Null. Aha, er hat keine Wut mehr. Aufputschen. Wer will was? Und umklatschen. Ja. Bitte. Tu es. Die Party ist vorbei! Ha! Wir müssen vorrücken!
Wir zahlen den Preis. Oh. Räume den Weg frei. Daneben. Tony ab. Okay, jetzt wird's kritisch. Keine Munition mehr übrig. Godmother, vor allen Dingen, hat ordentlich kassiert. Kampfwahnsinn. Stumpfsinn. Ich glaube, ich muss mal den Androiden hier aus dem Spiel nehmen. Ach, das geht überhaupt nicht. Das ist ja eine Maschine. Ah, schade, schade. Dann den Wächter hier. Gib mir deinen Geist. Ja, nochmal. Wahnsinn. Zeig ihnen deine Wut. Setz ihnen weiter zu. Ja. Missachtung führt zum Tod. Okay. Aber der Mech ist ganz schön hart hier vom Schaden. Den müssen wir gut im Auge behalten. Terminal muss heilen. Godmother. Ich meine, wir haben ja auch Medkits, aber trotzdem. Jetzt müssen wir echt aufpassen. Was haben wir denn so? Feuerschutz wäre vielleicht nicht schlecht. Den können wir rausnehmen. Nee, nicht ganz. Nicht ganz. Der ist fies. Zu weit weg. Na, da machen wir ordentlich Schaden. Und wenn wir Crit machen, dann, ja, können wir ihn vielleicht doch rausnehmen. Ich weiß gar nicht. Vielleicht. Nee. Ja, und ab. Also alle dürfen nicht fliehen, so habe ich das verstanden. Also, ja, so ganz verstehe ich es ehrlich gesagt immer noch nicht. Also am besten alle umnieten. Godmother muss ein bisschen aufpassen. Aber sie muss auch nah ran. Ah, vielleicht hier hin? Schwierig. Kritisch. Nachgeladen. Ja, das sollte reichen. Ach, ist jetzt, glaube ich, keine ordentliche Deckung da. Ah, schade. Dann muss es wieder Axiom richten. Bereit für die Action! Ja. Tu es. Jetzt wird gerammt! Oh, daneben. Oh nee. Das ist schlecht. Laut ab? Nee. Ah, weh. Okay, wieder Lebenspunkte hergestellt. Ah nein, jetzt kommt der. Er haut ab. Nee, er schießt. Er haut ab. Er haut ab.
keine Munition mehr. Verbleibende feindliche Evakuierung 3. Das jetzt, wir müssen das verhindern, auf jeden Fall. Warte nur, wie? Gut, bewusstlos. Haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ja. Gut. Ja, ist ziemlich gut gelaufen eigentlich. Ja, wir haben es geschafft. Gut, weiter. Umso besser. Dafür, dass es sehr schwer war, ja, ist es gut gelaufen. Sehr schön. Schauen wir uns mal die Anarchie an. Gute Arbeit. Die Androiden von City 31 sind für den Wiederaufbau unerlässlich. Die Heilige Spirale wird ihre Truppen woanders auftreiben müssen. Finde ich auch. Achso, wir haben die Wahl. Untersuche die Schwundpropaganda. Beende die Menschheitsentführung. Tja. Was ist jetzt hier die, was sind die von Nachteile? Die Zeit drängt. Tja. Keine Ahnung. Ehrlich gesagt. Naja, das kann man jetzt nicht abschätzen, was besser ist. Finde ich. Vielleicht einfach nur ein bisschen Story-Mode eingebaut. Ich dachte, alle Mutons hätten Katzen erhalten. Wo ist deine? Ich bekam nie eine. Wie hast du das denn geschafft? Ich habe beim Bacton-Massaker barmherzige Kompetenzen bewiesen. Also brauchte ich keine Katze. Und du? Sektoiden bekommen keine Katzen. Wir sind für sie normalerweise Feindbilder. Ich habe aber schon viele Sektoiden mit Katzen gesehen. Ja. Die Herausforderung liegt darin, sie vom Gegenteil zu überzeugen. Ihr müsst ihr Vertrauen gewinnen? So sind Katzen eben. Lustig. Okay, dann geht es in der nächsten Episode von XCOM Chimera Squad weiter. Ich denke, wir brezeln noch unsere Ausrüstung ordentlich auf und ja. Eigentlich läuft es gar nicht schlecht soweit. Ich denke mal, wir können City 31 vor dem Chaos retten, wenn es so weitergeht. Aber das werden wir dann sehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, der Argonaut.